Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die in einem neuen Szenario, in einer neuen Alpha 21.2 Version. Und diesmal spiele ich nicht alleine und wir machen nebenbei noch einen Stream auf YouTube und auf Twitch. Falls ihr den ganzen Stream sehen wollt, schaltet doch gerne mal in den Stream ein. Ansonsten gibt es jetzt hier Folgen. Wir werden versuchen, mal jede Folge, also jede Woche 5 Folgen rauszubringen, sodass man immer eine Horde findet, denn die Settings sind, alle 5 Tagen kommt eine Horde. Und wir haben nur 60 Minuten pro Tag im Spiel. Das heißt, wir könnten theoretisch jeden Sonntag, wenn wir aufnehmen, einmal bis zur Horde aufnehmen. Der liebe Spectre ist nämlich dabei. Und Lars und Lars erobern die Welt zurück, muss man ja sagen, weil die Horden, die Zombies haben ja die Welt von uns übernommen und wir müssen jetzt nach und nach die Welt wieder zurückerobern. Ich war schon im Haus drin, wir werden uns jetzt noch ein bisschen aufteilen, er ist woanders gespawnt als ich, das heißt, wir werden uns dann erst finden. Das heißt, wenn der Lars was sieht oder wenn er auch aufnimmt, weiß ich jetzt gerade nicht, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass ihr da mal bei ihm reinschaut, beziehungsweise er jetzt erzählt, was er tut. Das wäre jetzt also die Info an euch von ihm. Was machst du, Lars? Magst du ihn mal teilen auf der Karte, damit ich den dann auch habe? Ja, ich habe nur gerade einen Zombie vor mir. Er war wichtiger. Genau. Wir haben übrigens denselben Händler. Nee, warte mal. Stimmt nicht. Trader Joel ist da hinten. Gut. Dann hast du jetzt meinen auch auf der Karte. Kannst ja auch. Ich weiß noch nicht, was es für einer ist, deswegen habe ich einfach nur Händler reingeschrieben. Alles geil. Jetzt habe ich hier so einen Händler gefunden, wo nichts in der Nähe ist. Auch cool. Ich habe Rekt gefunden. Bei Zombies am Anfang ist es echt doof. Okay.
Ich habe einen Verband gefunden, den ich mal direkt reinnehme. So, ich werde erstmal alles verkaufen, was ich sowieso jetzt erstmal nicht brauche, ne? Sammeln ja die Sachen eh wieder neu. Bringt mir nichts, wenn ich ausgepustet durch die Gegend laufe. Das heißt erstmal, nach meiner Meinung sogar das Beste, was du machen kannst, alles, was du hier findest, alles an Benzin, alles an irgendwelchen Blei, alles, was an Eisen ist, alles, was irgendwas der Händler haben möchte, einfach verticken. Das ist, glaube ich, die pragmatischste Lösung, um erstmal Geld zu haben, um sich vielleicht mal was zu essen zu holen und so was zu trinken, je nachdem, was er anbietet. So, Forge ahead. Das nehme ich gerne. Und die verkaufe ich auch gleich. Forge ahead. Habe schon Stufe 1 Schmiede freigeschaltet, habe ich jetzt. Bin gut. Hast du schon die neuen Händlerstrukturen hier gesehen, wie die aussehen? Oder war das jetzt für dich neu? Aber sonst nicht, ne? Finde ich halt sehr cool aufgebaut. Ja, in Alpha 22. Alpha 22 soll es wohl so sein, dass man die Rüstungen auch bekommt, die da ausgestellt waren. Die wird kommen. Dieses Jahr kommt sie. Oh, hier gibt's Loot zum Verkaufen. Mal reingekommen. Ja, an Zombies an den Trader rumlaufen. Er hat ja sein Gebiet gar nicht im Griff. So. Ah, ich hab gar nicht Rekt. Ich habe den. Wie heißt der hier? Bob. Ich habe Bob. Fahrzeuge. Hier hängen Maschinen. Hier ist einmal der LK hier dieser Truck aufgebockt, einmal das Motorrad aufgebockt und einmal das Minibike aufgebockt. So, was gibt's denn hier? Ah, hier könnte ich auch einen Automaten knacken.
the thing for what's ailing you. So. Darf ich mal dein Inventar sehen? Ich bin nämlich völlig überladen. Hier diesen Helm. Den sollte ich anziehen, ne? Den Football-Helm ziehe ich an, bis ich was Besseres habe. So, die Krimpzange, das Drahtwerkzeug brauche ich noch nicht. Geschossspitzen kannst du haben. Den Kleber kannst du haben, die Steroide kannst du haben, das Kunststoffabfall kannst du haben, das Messing kannst du haben, das Eisen kannst du haben, das Benzin kannst du haben, das Öl kannst du haben, die Samen brauche ich jetzt auch nicht. Sand. Kohle kann ich nicht verkaufen. Stoff kann ich verkaufen, mache ich direkt mal. Papier kann ich nicht. Okay. Ja. Eisen werde ich mal behalten. Eisen verkaufe ich mal nicht. Kommt weg. Das kommt weg. Hier. So, was kannst du mir denn anbieten, lieber Bob? Irgendwas zum Essen? Ich habe jetzt 617 Geld gekriegt durch das ganze Zeug. Ein Penner-Eintopf kann er mir geben. Oder ich kaufe zweimal Steak mit Kartoffeln. Müsste auch Steak mit Kartoffeln. Dann mache ich das und ich kaufe mir noch schnell einen Tee im Automaten. So ein. Ich habe jetzt noch 215. So einen Goldruten-Tee. Ne, ich kaufe mir einen Yucca-Saft. Der kostet zwar ein bisschen mehr, macht aber mehr Wasser. Gut, dann bin ich soweit hier durch. Hab ein bisschen was zum Essen und zum Trinken mitgenommen. Wir haben schon die Schmiede freigeschaltet. Dann komme ich mal in deine Richtung. Müsste in deine Richtung eine Stadt geben. Bist du schon in der Stadt? Ich bin schon so an einer vorbeigelaufen. Quasi bei meinem Händler. Ist ein kleines Ding. Ich bin jetzt schon wieder ein bisschen weiter in so einer kleinen Waldhütte. Okay, wir müssen auf jeden Fall eine Stadt finden, weil eine Stadt macht mehr Sinn. Thanks for shopping here. Come again. Hier war ich noch gar nicht drin. Gibt's hier auch noch was? Ich vergaß, hier geht's ja noch aufs Dach. Oh, da gibt's eine Suppe. Gut, hast du schon Beinschienen? Ich habe noch gar nichts. Ich habe eine Hose aus Pflanzenfaser.
Kann dir gefütterte Beinschienen mitbringen. Und trinke ich mal was, dann habe ich ein bisschen Platz. Zement, guck mal, ich habe noch Zement einstecken. Willst du Zement haben? Aber gut. Great doing business with you. Come back and tell your friends. So, I'm ready. I'm coming. So. Dann werden wir uns jetzt noch mal ein bisschen in Richtung Lars Spector begeben. Na, du Lappen. Die Treppe runtergefallen. Hier geht zumindest eine Straße in deine Richtung. Das kann. Kann also sein, dass wir uns bald in der Stadt treffen. Die Jagdskills sind eingerostet. Skillpunkt bekommen. Oh, cool. Was hast du gefunden? Ein Penner-Eintopf. Ja. Ich muss den kaufen für 400 und der findet einen.
Oh, ein Biker. Nee, mit dir lege ich mich jetzt nicht an. Wir haben schon 17 Uhr, ich muss weiter. Nee, bei mir ist die Straße zu Ende. Ich glaube, es ist übers Feld. Okay. Den Penner Eintopf. Ja, da vorne ist eine Gebäudestruktur. Ja, da ist doch ein Dorf. Ja, ich sehe eine Kirche. Was geleckt. Okay, hier ist ein Dorf auf jeden Fall. Wir sind auf derselben Seite. Ich glaube, wir sehen dasselbe Dorf. Naja, ich sehe die Kirche. Genau. Wir müssten, glaube ich, nach Süden gehen. Jetzt mal auf die Karte gucken. Habt ihr eine Karte geschickt? Stimmt, mit der Karte. Ja. Ich glaube, wir müssen nach Süden. Südwest. Weil wir sind oben am obersten Rand zum Schneebiom. Genau. Lass uns nach Südwest zusammen gehen. Wenn wir schon zusammen sind. So, die Zusammenkunft der zwei Lars sind geglückt. Damit beenden wir erstmal die Folge, wenn der Lars hier ist. Und dann gehen wir gemütlich in die Richtung des richtigen Ziels. Vielleicht verbringen wir auch erstmal die Nacht hier und looten noch ein bisschen irgendein Haus, damit wir noch ein bisschen Loot haben zum Verkaufen am nächsten Morgen. Da hinten ist er, ja, ich sehe dich. Kann ich ja gleich deine Beinschienen geben. Da ist er. Hallo. Ja, repariert. Ja. Wieso habe ich Papier eigentlich schon bereit? Weil ich das nehme. Kaufen. So, das heißt, wir werden uns jetzt noch ein bisschen die Nacht verbringen. Hier in diesem Dorf. Gehen dann nach Südosten. Südwesten, Entschuldigung. Und wir sehen uns im Stream weiterhin und im YouTube in der nächsten Folge, wenn es wieder Tag wird, weil in der Nacht wird jetzt nicht viel passieren. Und falls euch interessiert, was in der Nacht passiert ist, bei Twitch oder bei YouTube gibt es den Livestream. Hier drinnen könnten wir mal reingucken. Ich glaube, das wäre interessant.
Da liegt ein Typ. Der ist tot. Da ist noch einer in der Tür. Kann es durch Türen schlagen? Ja, das habe ich auch schon. Mega geil.